willkommen zu einem neuen Video. Und zwar sind wir heute am Solaranlage putzen. Zwei von drei hier in unserem Haupthof. Und ja, wir haben mit einem Kumpel von meinem Vater die Anlage zusammen gekauft und teilen die uns. Und ja, gucken wir ein bisschen vorbei und ja, mal sehen. So, wir sind jetzt bei meinem Vater. Hier kann man sehen, rechts, wo es so dunkelgrau noch ist, da ist noch nicht geputzt. Da sieht man einen riesen Unterschied. Und links, wo so hell ist, ist natürlich schon geputzt. Und ja, pro Feld brauchen wir ca. 20 Minuten. Also eine gute Stunde für die komplette Anlage. Funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert durch Wasserdruck. Und zwar ist von einem Hochdruckreiniger kommt der Schlauch hoch an die Walze, hier vorne dran, und dann wird die durch Wasserdruck betrieben und dreht sich durch den Wasserdruck. Und man sollte immer von oben nach unten putzen, dass der Dreck nach unten weggeht, weil klar, nach oben ist blöd. Also man geht einmal nach oben und dann einmal nach unten, dass den Dreck nach unten schwimmt. So, hier haben wir eine Enthärterflasche, die wo die Härte aus dem Wasser rauszieht, dann kommt von dort das Wasser, also von dem Haupthang das Wasser dorthin, dann der Hochdruckreiniger, den ihr sehen konntet, danach ist so eine Box, und zwar ist die dafür da, dass mein Vater von oben den Hochdruckreiniger ausschalten kann. Sollte es passieren, dass er mit der Bürste oben über den Rand drüber kommt, dass er nicht den Dreck wieder mit reinzieht von oben, von der Außenkante.